Recht herzlich willkommen zur 208. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir haben letztes Mal den Claretz gerettet, sind gelandet und er ist dann wohlbehalten angekommen. Und das war hier sein Wrack. Und wir müssen jetzt mal gucken, wie die anderen Dinge sind. Du noch eine Wiederkehr, brauch noch wie viel? 5 Stunden und 16 Minuten, okay. Und der zweite Punkt, was waren das? Die auf dem Rückweg sind, ne? Wo sind die jetzt so mittlerweile? Da hinten, ne, oder? Kann man das jetzt hier sehen, wer das ist? Minmus V6 ist das. Ah, da ist es. Die sind erst in 11 Tagen wieder da, ne? Oder? Minmus V6, Fahrzeugklassifizierung. Eigenschaften der Umlaufbahn, da sieht man ja jetzt nicht ganz viel, ne? Ich hätte jetzt gedacht, ah, da sieht man's. Defort, Bill und Kiwi sind da unterwegs. Und was ist das? Gaspair, okay, das brauchen wir nicht. Das. Gut, wir haben also noch 5 Stunden, bis wir das Manöver fliegen müssen. Würde jetzt erstmal rausgehen, nochmal einmal ins Zentrum gucken für Datenforschung, hätte ich jetzt beinahe gesagt, für Aufträge. Wissenschaftsdaten aus dem Weltraum von Minmus. Wissenschaftsdaten von der Oberfläche von Minmus. Wissenschaftsdaten von der Oberfläche von Mun. Positionierte Satellitenrakete in einer angepassten Umlaufbahn von Kerbin. Rette Bassfried aus der Umlaufbahn von Minmus. Atomraketenmotor LVN-Nerv im Orbit um Sonne testen. Förder 3 Touristen sich in ihr Ziel. Das. Was macht das? Electronics Teams eine interessante Frage auf. Wir stellen den Wettbewerb mit anderen Agenturen. Die meisten sind die bestimmten Umlaufbahnen zu bringen und bräuchten ein wenig Hilfe und da kommst du ins Spiel. Satellitenraketen in einer nahegelegenen Umlaufbahn bringen. Prestige signifikant. Ablaufdatum 3 Tage, 4 Stunden, 90 Minuten, 2 Sekunden. Dauert 5 Jahre. Satellitenrakete befindet sich derzeit auf einer Umlaufbahn um Kerbin. Apoapsis 3,8 Millionen, Periapsis 2,9 rundweg, Neigung 90,3 Grad. Längengrad des aufsteigenden Knotens 143,2, Argumente der Periapsis sind 56,5. Nicht abkommandiere Satellitenrakete, sorge dafür, dass Sonde mit Antenne und Stromerzeugung ausgestattet ist. Erreiche die festgelegte Umlaufbahn um Kerbin mit Abweichung marginal. Halte 10 Sekunden lang die Stabilität. Ach so, das heißt, wir müssen mit einer besonderen Rakete, keine Ahnung, wo die jetzt stand, Satellitenrakete, müssen wir die sozusagen dahin bringen, in diesen Orbit hier. Passiert bei Fehlschlag, beim Abschluss. Das kriegen wir als Vorschuss, den kriegen wir den Abschluss und das ist dann alles andere. Ja, ist jetzt zu überlegen, ob man das macht, ne? Satellitenrakete. Ja, verstehe ich jetzt nicht so ganz, was die da von uns wollen in dem Sinne, ne? Also wir müssen eine Satellitenrakete machen, die dann dahin diesen Orbit fliegt, wa? Ja, wäre jetzt nicht so schwierig, das Ding zu machen, ne? Aber ich glaube, wir lassen das erstmal gerade außen vor. Gehen nochmal ins Archiv. Tuna erkunden, baue eine neue Orbitalstation Minmus, positioniere nicht ins Archiv aktiv. Das machen wir gerade. Hatte Default aus der Umlaufbahn von Minmus. Okay, den müssen wir auch noch retten. Ne, das ist, die sind ja auf dem Rückweg, ne? Das ist schon, sind wir schon dran. Ne? Die
Zwillings-V, die müssen wir, da haben wir schon mal benutzt. Das hätten wir aber irgendwo testen müssen auf irgendeinem anderen Planeten. Das wird wohl irgendwann ablaufen. Ja, und das könnte wohl sein, dass wir das mit dem Luna-Ding erfolgreich abschließen werden, ne? Das ist alles abgeschlossen, ne? Ist irgendwas fehlgeschlagen? Ich glaube nicht, ne? Wir haben alles erfolgreich gemacht bisher. Gut. Ja, bis auf diesen, den wir da gerade genannt haben, ne? Die Atomrakete testen auch sehr interessant. Ja, das brauchen wir alle nicht, würde ich sagen. Hier sind lauter Dinger, die wir schon mal irgendwo hingeflogen haben, ne? Jetzt ist die Frage, was können wir als nächstes machen? Die Zeit vorspulen und den Absprung warten, bis wir die da oben weiterschicken können? Gute Frage, ne? Forschung und Entwicklung, da haben wir aber noch nichts, ne? 137 Punkte. 160 gehen hier, der Rest haben wir schon. Also wir brauchen noch ein paar Punkte dafür. Archive, okay. Da sieht man, was wir Atmosphärendruck scannen im Weltraum hoch über Mun. Das haben wir nie gemacht, okay. Oder haben wir schon gemacht, aber nicht genug. Hier sehen wir jetzt noch, was wir noch machen könnten. Minmus. Minmus, Mun. Ah, da können wir doch hier irgendwo mal gerade Kerbin auswählen. Okay. Also das haben wir. Das sind die Sachen, die wir gemacht haben, sozusagen. Die werden angezeigt und dann sieht man, was man davon schon erreicht hat und was nicht. Ach so, und dann haben wir hier, ja. Ach so, da geht nichts mehr auf, weil wir das schon alles auf Körben haben. So sieht's aus. Also auf Kerbin haben wir schon alles erledigt, so wie das aussieht. Und hier geht es dann weiter bei Mun und Minmus sozusagen, da sind noch Sachen offen. Alles klar. Ja, gut. Minmus waren wir ja auch schon, haben auch schon was gemacht. Ja, dann würde ich sagen, kümmern wir uns um irgendwas. Positionieren, nein, rettet Defort aus der Umlaufbahn von Minmus. Ach, da sind wir, hatten wir schon gesprochen, okay. Das meiste machen wir. Verfügbar ist jetzt das noch. Was fehlt, sollen wir retten? Ja, den sollten wir vielleicht mal sicher dann zurückholen, oder wie ist das? Waren wir zwar gerade erst, aber. Vielleicht macht das Sinn, diesen Auftrag anzunehmen. Zack, wir wollen ihn retten. Definitiv. So. Und wir sind bei Rescue V6 da unterwegs, glaube ich, schon gewesen nach Minmus. Das bedeutet, die können wir wieder nehmen, oder? OPQR Rescue. Wo steht denn die? Ach, das war nicht eine Rescue, das war Minmus V6, ne? Laden wir die mal. Das war die. Gehen hier hin. Und wen schmeißen wir raus, ist die Frage. Erzor, Bob, Niles da. Einer der beiden Piloten fliegt raus, würde ich sagen.
Nalza war, glaube ich, letztes Mal rausgeflogen. Dann machen wir diesmal das so. Podke ist natürlich ein guter, ne? Ja, lassen wir so, denke ich. Wissenschaftler, obwohl. Techniker, der könnte. Ne, lass mal so. Claretz könnte natürlich jetzt mal mitfliegen dann, ne? Irfried. Also einen Stern haben sie schon mal alle. Dann nehmen wir den raus. Und nehmen ihn mit. Und der Sitz bleibt ja leer zum Retten. So, die beiden machen das jetzt. Fertig. Dann schicken wir die beiden auf die Startrampe, oder? Genau, das machen wir. Dann gucken wir zu, dass wir einen Orbit kriegen. Und dann zum Minmus kommen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir in 5 Stunden nichts verpasst haben, ne? Würde ich mal sagen, ne? SAS haben wir an. Triebwerk geht auf volle Leistung. Und dann können wir loslegen, oder? Jo. Können das hier nochmal gerade wieder so machen. Und auf geht's. 3. Warte mal, erst noch ein Check hier. Das passt. Ja, das ist alles gut. So, 3, 2, 1, go! Ja, fliegt sich ganz cool, das Ding, ne? Ja, das sieht top aus. Bisschen weiter zur Seite das Ganze. Sehr stabil momentan. Kriegen wir einen schicken Orbit hin, denke ich mal. 10.000 haben wir schon. Jetzt wandern wir ein bisschen weg. Nicht ganz so dolle. Okay. Kriegen wir trotzdem alles noch hin, würde ich sagen. So, jetzt kann sie aber definitiv mehr in die Horizontale. Die sind weg. So, jetzt aber voll horizontal. So. Da ist das auch schon leer. Oh, was ist da explodiert? Was ist da explodiert? Ich glaube... ja. Gucken wir nochmal an hier. Ja, wir brauchen jetzt den Orbit erstmal hier, ne? Das ist schon
Eigentlich schon wieder schlecht gebrannt, oder? Obwohl, wir haben hier Treibstoff ist ja drin in neuen Ding, ne? Tja, müssen wir gucken, dass das wird, oder? Höhe müssen wir sowieso irgendwo haben. Ich glaube, er wächst jetzt aber auch langsam, ne? Ja, müsste klappen. Ja, der Knall, der war schon gerade eben krass. Da wüsste ich gerne, was dabei kaputt gegangen ist, ne? Ich hoffe, es ist nur ein Teil, was weggeflogen ist, kaputt gegangen. Bisschen wieder hier mehr hin. Können wir mal so lassen. Damit er nicht zu groß wird, aber momentan sieht das alles noch relativ gut aus. Wäre nur schön, wenn der Orbit, wenn wir hier mal ein bisschen mehr kriegen würden, ne? Braucht ziemlich lange das Ding. Aber das sieht noch relativ gut aus. Da ist ja noch, nee, da ist keine Stufe mehr dran. Das ist schon alles dann, was wir da jetzt haben. Ja, okay. Schauen wir, ne? Ah, der Orbit kommt jetzt aber langsam. Wir sind ja noch nicht an der Apoapsis, ne? Er zieht jetzt hier langsam rum. Ich denke mal, das wird. Ist das hier? Standortzone 5DCB. Sehr interessant. Wen müssen wir denn da abholen oder dahin fliegen oder sowas? Keine Ahnung. 160. Ja, das sieht jetzt aber so aus, als ob der da gleich kommen wird. Na? Ja, auf der Sonnenseite sieht man das besser. Da wandert er. Hier sieht man noch leider nicht. Aber hier sieht man ihn schon. Okay. Na? Dann sind wir aber auch schon rüber weg über die Apoapsis, ne? Aber da ist er jetzt gleich. Jo. So, da ist die Periapsis. Die kriegen wir jetzt auch noch hin. Und dann ist alles gut erstmal. So, 82.000, das heißt, wir sind im All. Das bedeutet, wir gucken erstmal, bevor wir es machen. 50% haben wir noch. Das sieht jetzt vielleicht nicht so gut aus mehr. Aber wieder was falsch gebrannt oder so, weiß ich nicht. Das ist hier unser Minmus. Ja, dann als Ziel setzen ist ja vielleicht gar nicht verkehrt erstmal. So, da ist er.
Oh, das war verkehrt, was ich gerade gemacht habe. Ich habe die linke Shift-Taste gedrückt. Irgendwie hatte mir mal irgendwer gesagt, dass man da auch feinjustieren kann, aber ich weiß nicht mehr, welche Taste das war. War das die Alt-Taste? Wo ist denn der jetzt? Da ist er. Ja, das ist dann nicht so ganz so krass. Nee, da ändert sich nichts. Oh, das war aber schlecht. Jetzt blätter ich irgendwie durch. Jetzt habe ich den Fokus falsch gemacht. Naja, jetzt ist egal. Okay, das ist unser Kerbin-Fokus jetzt. Beziehungsweise ich bin jetzt nicht mehr auf Kerbin fokussiert, sondern wieder auf unseren Kapsel hier. Das war jetzt nicht so das Ziel. Eigentlich war das Ziel. Ansicht zentrieren wir jetzt. Und dann gucken wir, wo wir den Winfried haben. Ne, Bassfried hieß er. Da ist er. Gut. Wir können den auch als Ziel setzen, ne? Oder? Ja, und dann müssen wir mal schauen, dass wir Manöver setzen und das hinkriegen. Aber das machen wir wann anders, nicht jetzt. Oh, falsche Taste. Und ich gehe mal ins Zentrum. Gucken uns die Zeit gerade an, wie viel wir gerade verbraucht haben. Und das kann ja nicht so lange gewesen sein, oder? Nicht, dass wir den anderen Sprung da verpassen, ne? Luna oder Wilke ist immer noch 5 Stunden, 3 Minuten. Passt also. Ja, dann würde ich sagen, verbleiben wir erstmal so. Wollen wir nächstes Mal gucken, dass wir das hinkriegen, dass wir da wieder hinkommen. Und die anderen, ja, werden wir dann zwischendurch mal losschicken nach Duna, ne? Aber jetzt ist es erstmal so, dass wir hier Schluss machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo habt und einen Daumen hoch gibt für die Folge, wenn sie euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns natürlich in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.